Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video. Und zwar habe ich euch hierher bestellt aus einem ganz besonderen Grund wieder. Denn wir beschäftigen uns heute mit den größten und mächtigsten Drachen aller Zeiten. Und zwar Ankalagon der Schwarze. Doch bevor wir mit diesem Monster anfangen, habe ich hier die Umfrage aus dem letzten Video. Und dort war gefragt, welcher Charakter mögt ihr mehr? Saruman, Galadriel, Elrond, Círdan oder Gandalf? Mit großer Mehrheit wurde für Gandalf gestimmt und auf Platz 2 kommt der gute Saruman. Also wird die Rangliste eigentlich nur von Istari angeführt. Ich selbst mag sehr gerne Saruman, da er ein sehr starker Istari ist und kennt sich sehr gut aus über die Ringe. Stimmt doch bitte wieder ab in diesem Video, einfach eine Antwort unter meine Frage und schon habt ihr abgestimmt. Doch jetzt kommen wir zurück zum größten Drachen aller Zeiten. Ankalagon wurde eingesetzt im Krieg des Zornes, denn Morgoth kämpfte dort gegen die Valar. Denn es war der letzte Krieg, den Morgoth begonnen hat und der letzte Krieg auch im ersten Zeitalter. Während der Schlacht kamen einige Balrog dazu und kämpften gegen die Mächte der Valar. Doch es sah leider sehr, sehr schlecht aus für Morgoth, denn eine Vielzahl von diesen Feuerdämonen wurden vernichtet und die Orks wurden vertrieben. Doch Morgoth wollte nicht aufgeben und holte seinen Ass aus dem Ärmel, und zwar die geflügelten Drachen. Ankalagon der Schwarze ist ein riesiger Feuerdrache, der von Melkor geschaffen wurde. Wir kennen ja auch den Drachen Smaug, der gehört nämlich zur gleichen Art wie Ankalagon und der wirkte schon im Film verdammt groß und man glaubt gar nicht, dass es doch noch größere Wesen gibt, denn Ankalagon setzt der ganzen Sache noch eine Schippe obendrauf, denn wenn Smaug neben Ankalagon stehen würde, hätte man einen richtig starken Unterschied. Ich glaube, Ankalagon hätte nie in den einsamen Berg hineingepasst, so groß ist dieses Wesen. Doch diese geflügelten Feuerdrachen waren nicht das Wichtigste in der ganzen Schlacht, und zwar kam dann ein ganz besonderer Drache hervor. Er war schwarz wie die Nacht und riesig, als seine Flügel sich ausbreiten. Es war nämlich Ankalagon der Schwarze. Ein noch nie dagewesener Feind tauchte nun auf und griff in die Schlacht ein. Natürlich waren die Streitkräfte der Valar ziemlich eingeschüchtert, denn nun kam ein Drache, den hat noch nie jemand gesehen gehabt. Nun war Morgoth sehr, sehr optimistisch, denn er wusste endlich, er könnte vielleicht jetzt gewinnen. Denn diese Drachen konnten alles regeln. Und vor allen Dingen, ein Drache in diesem Ausmaß, da war der Feind natürlich erstmal stark schockiert. Denn das hat man wirklich noch nie gesehen. Man hat zwar schon den Vaterdrachen gesehen, aber Ankalagon hat nochmal eine ganze Schippe obendrauf gelegt. Nun wurden die Streitkräfte der Valar Stück für Stück zurückgedrängt. Doch es gab noch Hoffnung, denn dann erschien der Seefahrer Earendil auf seinem Schiff. Und er war nicht allein, denn die Adler gingen mit ihm. Und nun wurde wieder ein Chancenausgleich mitgebracht. Nun kämpften sie am Himmel und es gab einen Wahnsinnskampf. Während dieser Aktion kämpften die Adler gegen die Drachen. Es war nicht sehr leicht, einen Drache wie Ankalagon zu vernichten. Doch dann passierte es und Ankalagon wurde besiegt. Der tote Drachenkörper fiel auf den Berg Fangorodrim und zerstörte den ganzen Berg mit einem Schlag. Nach dem Fall von Ankalagon fielen auch viele andere Feuerdrachen und somit ist die Anzahl der Drachen stark dezimiert worden. Und das war auch das Ende der Schlacht. Es gab nach dieser Schlacht nie wieder einen Drachen, der so eine Größe besaß. Aber Gandalf sprach ihn nochmal im dritten Zeitalter an und zwar sagte er, dass das Feuer von Ankalagon nicht in einen Ring schmelzen könnte. Der Berg, der vernichtet wurde von Ankalagon, war höchstwahrscheinlich 11 Kilometer hoch. Und so kann man sich erst einmal vorstellen, wie groß dieser Feuerdrache war. Das wäre auch alles gewesen zu Ankalagon der Schwarze. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein bisschen an diesem herrlichen Ort bleiben. Doch heute ist wieder Sonntag und ich muss wieder los. Unterstützt mich doch bitte bei Facebook, Twitter und Instagram. Hinterlasst bitte ein Like, wenn euch das Video sehr gut gefallen hat. Und wenn ihr Interesse habt an weiteren Videos, schaut entweder durch meinen Kanal, da gibt es auch einige Videos, oder schaut bei meinen Kollegen vorbei. Und zwar einmal der Herr der Ringe Stories, Tolkien erklärt, Mythen aus Mittelerde und Artco. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Sonntag. Tschüss und bis bald.